Handtuch. Bist du ganz beschämt, meine Süße? Passt dir das? Nee. Für wen ist das denn? Für die. Oh, das ist doch schön. Und guck mal. Hast du und Pippi das gleiche? Wow. Das ist jetzt nicht eingepasst. Soll ich dir helfen? Das war wieder dieser schlechte Verpackungselch von letzten Jahr, ne? Danke. Das ist ein Puzzle. Ein Puzzle aus Würfeln, mein Schatz. Ja, das ist das Beste natürlich, ne? Was ist das denn? Schule. Ein Flugzeug. Soll das sein? Aber Mami weiß nicht, wie das geht. Doch, Mami weiß, wie das geht. Guck mal, es gibt Blau, Rot und Grün. Hier ist nämlich die Anleitung immer mit bei. Sag mal, wer hat dir das alles gebracht? Nikolaus. Cool. Was macht der Weihnachtsmann? Na, der bringt uns am 24. denn was, ne? Hast du eigentlich geguckt, ob er den Zettel mitgenommen hat, dein Wunschzettel? Hat er mitgenommen? Wie cool. Mama, wo ist der Brief? Na, das hat der Nikolaus mitgenommen. Das muss er doch dem Weihnachtsmann geben, dass er weiß, was Hayley sich wünscht. Toll. Welches von denen möchtest du denn jetzt als erstes puzzeln, Engel? Das. Das blaue mit dem blauen Rand? Nee, das. Das mit dem gelben. Komisch. Dann müssen wir alle einmal umdrehen, dass wir den gelben Rand haben. Das Wichtigste ist jetzt auch am Start. Dann wird Mutti wach. Guck mal, mein Herzchen. Omi erklärt dir das einmal. Kalle, du mach mal einen Schuh. Guck mal, siehst du hier? Das sind doch die Füße, ne? Und hier ist der Körper. Das heißt Kalle. Genau. Hier? Hier? Und jetzt kommt die Ecke ja erstmal ran. Pink. Hier ist schon mal pink. Wo sind die Muffin? Na, bist du verwöhnt, Schatzilein, ja? Bist du verwöhnt? Mama, guck mal, prima. Cool. Jetzt möchte ich mir. Guck mal, du kannst jetzt so machen. Guck mal, dann passt es da sogar rein. Und dann kannst du gucken, was du jetzt puzzeln möchtest. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Vlogmas! Tag Nummer 6! Und Fadi, was hast du da alles auf dem Arm? Ich muss nochmal die restlichen Geschenke von Nikolaus. Das hier ist für Omi. Wow. Und das in der Hand für dich? Ja. Und du bist bestimmt mein Nikolaus, oder Fadi? Richtig. Wer will schon sowas haben, wenn man das hat? Das ist für dich, Mama. Ja, schön, dass wir gesagt haben, dass wir uns nicht schenken. Aber weißt du was? Wer sich nicht dran hält, hat Pech, ne, Fadi? Ja. Na? Nie, der Engel. Ist da überall Marzipan drin? Ja. Gut, dann bin ich raus. Ja, das ist auch gut. Kannst du doch mal probieren, Engel. Ja, nee. Grusel, grusel. So, Mäuschen. Ha! Und natürlich weiß auch der Nikolaus, dass Jule kein Marzipan mag, sondern Nougat. Ist das alles Nougat? Das ist alles Nougat, ja. Oh, wow, guck mal. Nikolaus. Was hat Mami da? Nikolaus. In Größe L. Das ist aber ein netter Nikolaus. Ach, guck mal hier. Und ein paar Kuschelsocken, ne? Genau. Wie geil. Danke, lieber Nikolaus, für die Größe L. Da bin ich ja froh, dass ich sowas nicht bekommen habe. Ich hätte den XXXXL. Ja, genau. So wie Omi ihr Marzipan, ihr Niederecker Marzipan liebt. Also, es ist natürlich teurer, ne? Ganz klar. Aber ich liebe dieses Nougat. Das ist das Weltbeste. Auch das Nougat-Eis im Sommer. Das ist so lecker. Ach, hab ich einen tollen Nikolausi-Mausi. Was machst du da? Einmal lächeln. Bing! Nochmal laut machen.
Heute ist Nikolausabend da. Dann stell ich den Teller auf. Lustig, lustig, trollalalala. Ich steh den Teller auf. Ich habe jetzt gerade mal die Größe L angezogen und ich muss mich offiziell beim Nikolaus entschuldigen, denn es passt wie angegossen. Das hätte wirklich nicht kleiner sein dürfen, gerade auch bei der Hose. Gott, siehst du süß aus. Motti hat nämlich auch einen vom Nikolaus bekommen. Ne? Haben wir jetzt Partnerlook? Haben wir beide die Mäuse an? Boah. Warum hast du denn keinen Empfang da? Ne? Warum hat denn keine Pfanne? Oh, ich bin oh. Nicht mit gut. Du siehst, ist Nikolaus schön? Und was darfst du jetzt machen? Genau, und das macht Mami immer mit Insta-Story, damit wir halt nicht nur im Vlog auspacken. Genau, da fangen wir an. Und welche Nummer brauchen wir heute? Nummer 6. Ja, genau, Nummer 6, Engel, du bist die Beste. Jetzt müssen wir die nur noch finden einmal. Nee, Engel, das ist super. Dann steige ich eine Station eher aus der Treppe und schon bei Teddy. Super, das ist eine tolle Idee. Okay. Super. Prima. Ihr habt's gehört. Ralf ist nämlich mit Motte beim Friseur und ich habe es jetzt dann auch endlich geschafft und mir meine Haare gemacht, einfach total spektakulär, ein Zopfi, und mir ein Gesicht gemalt. Die waren nämlich eben unterwegs, nachdem wir lecker gefrühstückt haben. Und ich bin gerade dabei, ich habe gestern bei Teddy die total süßen Papiertütchen in Weihnachtsoptik gekauft. 3 Stück an der Zahl. Wer unser Vlogmas letztes Jahr geguckt hat, weiß, ich habe dort auch Nikolaus gespielt bei meinen Freundinnen und ihren Kindern. Ich habe jetzt diesmal auch wieder nur Kleinigkeiten gekauft. Für die Mamis einfach nur ein bisschen Nervennahrung packe ich mit in die Tüte, ohne das andere Klimbim einzupacken. Also es ist wirklich, einmal hier hat Hayley auch bekommen, so ein Badespaß. Haben auch alle Kinder, so gut es geht, alles gleichzeitig bekommen. Anna und Elsa, so einen süßen Schwamm. Oder ein Ü-Ei in Weihnachtsoptik. Also wirklich ganz wenig Pipapo und jeder dann halt noch etwas Größeres. Einmal so ein Freundebuch und dann einmal so eine Tasse hier und dann Stifte und Malbücher. Weil hier sind es 2 Mädels, ein Junge und ein Mädchen. Das packe ich jetzt einmal ein und dann treffe ich mich nämlich gleich mit Ralf und Motte bei Teddy, weil wir wollen ja noch basteln heute. Und dann habe ich gesagt, wir haben so ein Schietwetter. Die müssen ja jetzt nicht extra durch den Regen da rumstiefeln. Dann hole ich sie ab und dann können wir das alles jetzt gemeinsam kaufen. Umso eher können wir dann halt auch basteln. Und dann kann ich das nämlich jetzt gleich schnell einpacken, nehme das mit und fahre das schnell einmal rum. Das ist auf jeden Fall der Plan. Deswegen, ich höre auf zu sappeln. Mach das mal eben fix. Tja. Und Tütchen Nummer 2. Der Nikolaus ist fertig. Hey ho, let's go. Ich wollte gerade sagen, ich stehe vor Teddy und warte jetzt auf die 2. Jetzt geht das Telefon. Ja? Ich stehe direkt vor Teddy und wollte gerade reingehen. Okay. Alles klar, ich gehe rein. Tschüss. Perfektes Timing. Alle gleichzeitig angekommen. Die Tütchen sind hier noch in Sicherheit. Das mache ich erst danach. Das hätte ich jetzt nicht mehr geschafft. Und ich freue mich schon so sehr. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Seid ihr auch so Menschen wie ich? Ich liebe es wirklich abgöttisch, anderen Menschen eine Freude zu machen. Finde ich irgendwie viel, viel cooler, als beschenkt zu werden. Aber das war schon immer so bei mir. Was ich allerdings richtig schrecklich finde, ist dieses Sauwetter, was wir haben. Aber da müssen wir wohl alle durch. Wir wollten eigentlich noch mal in den Wald fahren oder an den Strand. Da sind die beiden Mäuse, aber daraus wird nichts. Hallo, Puffer Favore. Kaufen wir jetzt Bastelsachen? Guck mal, was Mama für dich hat, mein Schatz. Habe ich dir mitgebracht, mein Engel? Wir haben doch schon. Habt ihr welche gekauft? Ja. Na toll, und ich wollte dir eine Freude machen. Was haben wir gekauft? Quetschis. Dann hoffen wir mal, dass das nachher noch da ist, wenn die nach Hause kommen. Da ist nämlich keiner. Tja. Jetzt warten wir noch, dass Papa Ralf kommt. Da ist Papa! Siehst du ihn? Na du? Geht's los oder was? Kann losgehen. Gut. Ganz typisch um diese Uhrzeit, Lübecker Straßenverkehr zu. Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen? Wir lieben, wer hat das Rezept verschleppt? Ich nicht. Ich auch nicht. Na, du, Motti? Wissen
wird es morgen einfach rein. Noch Schnauze backen, schmeiß den Ofen an und ran. Oh mein Gott, Oma ist im Stress. Die hat hier unser HelloFresh Nikoläuschen gekocht. Und zwar Schweinebraten im Bacon-Salbeimantel mit Süßkartoffel-Stampf, Pflaumensoße und Spinat. Alle sind hier am Mann, guckt euch das an, Leute. Ich muss euch das nochmal direkt auf dem Teller zeigen. Da hat die Omi sich ins Zeug gelegt. Das hatte ich aber auch noch nie, dass ein Rezept so lange Vorbereitung braucht. Aber das ist wirklich... Ja, das sieht auch schon so aus. Mega. Hammer. Schmeckt aber das ist wie beim Weihnachtsessen. Das ist ja auch was Besonderes, ne? Schließlich ist heute Nikolaus. Eben. So sieht es jetzt auf der Rezeptkarte von HelloFresh aus. Nur, dass ihr mal den Vergleich habt. Also das ist schon ein aufwendiges Meisterstück, was Omi hier gemacht hat. Und hier unten könnt ihr es auch sehen. 60 Minuten braucht das mit Vorbereitung, Schnippeln, Kochen, Pipapo. Und so sieht es halt, wie gesagt, auf dem Teller aus. Und Heidi kommt hier auch nicht mehr aus dem Schwärmen raus. Ich höre jetzt auch auf zu sappeln. Genießt es, wie gesagt. Ihr habt die 50% Rabattchance. Ich packe euch das alles nochmal unten in die Infobox rein. Finde ich mega geil, wer das immer mal ausprobieren möchte. Oh, mir läuft das Wasser im Mund jetzt zusammen. Tolles Weihnachtsessen. Mega, ne? Würde ich Heiligabend auch toll finden. Eine ganz typische Szene. Immer nach dem Essen, egal welche Uhrzeit, die beiden unten auf dem Boden. Entweder streiten sie sich oder sie knutschen sich ab oder sie kuscheln. Oh nein, wir haben keine Geschirrspültasche. Oh wei, ehrlich jetzt? Ja. Halleluja. Ich habe mich gerade hier hingesetzt. Wir haben nämlich gerade eine Verdauungspause gemacht. War das lecker, was Oma gezaubert hat? Und Hayley hat richtig gut mitgegessen. Wir wollten euch jetzt nämlich einmal ganz kurz zeigen, was wir beim Teddy gekauft haben für unsere Bastelstunden bei Schlechtwetter. Pappkartons in diesen großen Größen, in Tannengrün. So ein hellbraun, blau, rot, gelb, Fotokarton DIN A4 Größe, da sind 100 Blatt drin. Ich habe gedacht, das ist auch mega praktisch von den Größen her und man hat immer irgendwas zu Hause. Pappteller mussten mal wieder her, daraus kann man nachher einen Kranz machen und Weihnachtsmänner und was wir da nicht alles noch gesehen haben. Und als Dekorationszubehör haben wir hier unterschiedliche Größen von so kleinen Mini-Pompons gekauft, also rosa, pink, rot. Davon gab es leider nur noch ein Tütchen, hellgrün, gelb, mint, dann einmal das Ganze in Großformat, auch dann so ungefähr die ähnlichen Farben. Wackelaugen brauchten wir mal wieder, diesmal habe ich auch darauf geachtet, dass sie selbstklebend sind, sonst ist es immer so ein kleiner Poolkram. Und Trocknungsakt, Hele hat da auch noch welche. Und Knöpfe. Für 2 Euro, da kann man ihnen wirklich nichts zu sagen. Und da habe ich auch ganz, ganz tolle Bastelideen auf. Wo soll es anders sein? Pinterest gesehen. Und die schönste Überraschung. Omi hat Post entgegengenommen von Hello Buddy. Wupp, wupp. Das kannst du jetzt hier reinpacken. Vorsichtig. Ja. Super. Und wo bringen wir das jetzt hin? Ins Nähtüchen. Ins Nähtüchen. Damit wir dann morgen alle basteln können. Das trage ich so. Ralf wird langsam wieder zum Schwiegersohn. Warum? Hast Haare auf dem Kopf, ne? Form an, ne? Ja, du sowieso, du Engel. Machst du erstmal Merry Xmas an? Immer. Super. Oh, da sind ja die Gutscheine drin. Es geht los. Das ist sowieso immer das Beste. Guckt euch mal den Kleinen hier unten an. Der weiß genau Bescheid, wo die Leckerlis sind. Ah, Hirsch. Oh, ein Hirsch. Hier. Und? Oh, da müssen wir da jetzt mal rauf spucken. Die ist zu schwer. Die kriegen wir mit dem Engel. Das ist das große Ding wieder. I hope so. Guck mal, Oma hilft auch noch mit. Oh, wie sagt man Mama? Guck mal hier, Kalli, völlig nervös. Danke. Einmal knutschen. Mua. 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 Eine Zuschauerin hat mir geschrieben, danke Jule fürs Anfixen. Wir hatten heute 100 Euro, die wir ausgeben konnten als cool. Kleiderschrank. Glückwunsch. Echt? Hammer, ne? Oh, cool. Hammer. Das ist immer schön. Hatten wir letztes Jahr auch. Schreibt mir mal, wenn ihr ein Glückslos hattet. Guckt euch diesen Lurch hier an, ne? Kaum sind die Großen beschäftigt, zack, Tafel Schokolade im Mund. Ja. Bist du nervös? Komm mal her. So. Bitteschön. Wow. Schön Nikolaus. Soll ich dir helfen mit deiner Hand, Omi? Alles gut. Da hat eine Zuschauerin geschrieben, du sollst Kurkuma oder so nehmen. Zeige ich dir nachher nochmal das Kommentar. Du musst doch noch dein anderes Türchen aufmachen. Von gestern.
Alleine, weil du da so heiß drauf bist. Oh, ja, genau. Ich fand die nicht gut. Und was ist das Süßes? Ein Topflappen. Kopfwaschen. Ach, ein Kopflappen. An jedes Kind. Wow. Mit einer Schildi, wie süß ist denn das? Hände waschen muss an jedes Kind. Nun sind die Hände sauber, ja doch nein, ist kein Handtuch da. Drum müssen wir sie schütteln, 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 schütteln. Und? Der ist aber schick. Jetzt ist Omi dran. Oh, der Tabellion. Hat sie gar nicht gesehen. Oh Gott, Simone, Toblerone, geil. Ist das cool? Oh, das ist der Hammer. Oh, ich liebe ja Toblerone. Ach was, wäre das wohl wusste, ne? Ja, und dann noch mit dem Namen, wie die sich das rein, als wäre das dein Geschenk, Mama. Toblerone für Simone. Simone. Ah, hier. Das wundert mich echt nicht, dass du mit deinen Skeletor-Fingern das Ding sofort aufkriegst. Das ist wie, sie kann auch so unter dem Türschlitz greifen, ich sag euch das. Habt ihr gesehen, wie schnell das gegen jeder andere kämpft? Oh Mann, Jule hat keinen Briefkasten. Schatz. Oh, nicht schon wieder You Ever You Were. Jetzt kommt das schon wieder. Ja, dein Kuckuckgriff. Wir haben jetzt 20.33 Uhr und ich habe gerade mal von einer Stunde Material 7,26 geschafft. Ich habe es vorher aber gar nicht gebacken bekommen heute. Mottilein schläft und so sieht das hier bei uns gerade aus. Wer die Möglichkeit hat, ihr müsst unbedingt das Original Niederegger mal probieren. Und am liebsten würde ich, bevor ich das Video schneide, mein Hello Buddy Paket aufmachen. Ich habe noch nicht mal einmal reingelunzt. Aber das geht vor, damit ihr es wenigstens ein bisschen pünktlich bekommt. Wir haben es ja schließlich schon kurz nach 8:30 und danach wollen wir auch noch Grayson oder einen Weihnachtsfilm gucken. Also wir haben noch ein bisschen auf dem Zettel, beziehungsweise ich. Und damit ich jetzt schnell vorankomme, hat der Papi Lee uns eine schöne Tasse Kaffee gemacht. In diesem Sinne, Stößchen, Pröstchen.